Hallo liebe Oldtimer-Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge. Unser Motor wurde aufbereitet von Sauer und Sohn und jetzt sind wir zurück in Rödermark bei Markus Kümpel, wo wir alles wieder zusammensetzen werden. Unser wunderschöner Motorblock kam zurück von Sauer und Sohn, aber der sieht jetzt anders aus. Ja, vor dem weiteren Zusammenbau musste ich den natürlich nochmal reinigen, weil vom Bearbeiten überall noch das Öl drin ist. Und außerdem musste ich ihn ja noch lackieren, denn er war ja jetzt seit 40 Jahren nicht mehr angefasst. Und jetzt sieht er so aus. Sieht top aus. Ja, die Arbeit von Sauer und Sohn, da bin ich wie immer sehr zufrieden mit. Da gibt es ein ganz einfaches Kriterium, um das zu überprüfen. Sauer und Sohn hat in diesem Fall die Welle schon eingebaut mit dem Motor bei uns abgegeben. Und wenn man jetzt gucken möchte, ob eine Welle gut dreht, dann habe ich einen ganz einfachen Test. Wenn man das hier mit einem Finger so drehen kann und das bewegt sich einfach durchs Gewicht vom Schlüssel weiter, probier's mal, dann ist das alles sehr gut zusammen. Läuft wie geschmiert. Läuft wie geschmiert. Es sitzt nur ein Tropfen Öl drin. In diesem Fall hat Sauer und Sohn die Welle schon montiert, weil die Welle ja auch geschliffen wurde. Und das Prozedere ist da wie folgt. Wir haben hier diese wunderschönen neuen Malelager. Deswegen dreht das auch in dem Fall so gut, weil nur mit Qualitätslagern kriegst du so ein Ergebnis hin. Sauer und Sohn hat erst die Lager in die Lagerschalen eingelegt und alles verschraubt und dann gemessen. Hier sind die Messspuren in den Lagern, das sieht man noch. Ja. Und das Ergebnis bestimmt dann das Maß von jedem einzelnen Zapfen. Das heißt, erst wird gemessen und dann wird die Kurbelwelle geschliffen. Und das passt jetzt wie angegossen da drauf? Genau, wir haben jetzt diese 5 bis maximal 700stel Spiel pro Lagerstelle. Und wenn ich das jetzt hier wieder draufschraube und dann gleich festziehe, dann ist die Kurbelwelle für uns auch fertig im Block montiert und kommt auch nie wieder raus. Die Kurbelwelle sitzt ja jetzt eigentlich schon akkurat, aber gibt es noch irgendwas, was man messen muss oder überprüfen? Ja, nachdem die Kurbelwelle zurückkam, musste ich das Axialspiel noch einstellen. Das hat Sauer und Sohn nicht gemacht, da hatten die das Material auch nicht für. Dafür muss ich erstmal messen, wie das Axialspiel ist. Das macht man mit einer Messuhr, vorzugsweise hinten an der Kurbelwelle. So, ich kann die jetzt mal auf 0 stellen oder auf fast 0. Und dann... So, dann ist die jetzt hier auf 0. Ich drücke mit dem Schraubendreher die Kurbelwelle in die Richtung. Und jetzt gehe ich an die andere Stelle und drücke sie in die andere Richtung. Und dann kann ich jetzt sehen, dass ich 900stel Spiel habe auf der Kurbelwelle in die und die Richtung. Das Spiel brauche ich, weil die Kurbelwelle sich ja im warmen Betrieb ausdehnen würde. Und wenn das Spiel zu klein ist, würde es hier an dieser Stelle, wo das Axialspiel eingestellt wird, würde sie dann praktisch fressen und durch Dehnung sich mehr oder weniger klemmen. Und wofür genau ist die Axialmessung dann schlussendlich gut? Naja, die Kurbelwelle kann sich in der Richtung bewegen, muss sich auch in der Richtung bewegen können, weil wenn sie warm wird, würde sie sonst praktisch in den Lagerstellen anliegen und fressen und stecken bleiben. Das Spiel, was man da zur Verfügung hat, ist nicht besonders groß, weil wenn es sich zu viel bewegen kann, dann wandern ja auch die Pleuel in den Kolben unten mit drin und alles fängt an belastet zu werden und das darf auch nicht sein. Und was wir da zur Verfügung haben an Spiel ist 1/10 oder 1/10. Das ist die Dicke von einem ganz normalen Papierposter hier aus dem Büro. Also hauchdünn. Hauchdünn, aber das muss gut eingestellt sein, weil der Unterschied zwischen 1/10, dem unteren Maß, und 1/15, also die Hälfte mehr, ist dann schon verschleißerhaft. Und deswegen muss man das ganz genau am unteren Rand einstellen. Und das ist jetzt so aber perfekt schon? Das ist jetzt so perfekt. Und auch noch was, was man sehen kann, sind hier die Wuchtmarken. Die Kurbelwelle wurde gewuchtet bei Sauer und Sohn und da werden halt diese kleinen Bohrungen angefertigt, um Gewicht rauszunehmen. Hier wird es 0,5 g gewesen sein. Hier die Wuchtung ist ab Werk, das ist eine alte, das waren bestimmt 3 oder 4 g. Wir haben jetzt also nur fein nachgewuchtet, damit das danach alles wirklich ruhig wird. Und was ist nun der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass wir uns jetzt die Kolben angucken werden und dann die Kolben montieren. Dann gehen wir mal zu den Kolben. Genau. Unser 2,4 Liter Motor ist ja eigentlich eine Besonderheit und aufgrund dessen haben wir auch eine Sonderanfertigung bei den Kolben von Mahl erhalten. Ist das richtig? Genau, 2,4 Liter Motoren waren die kleinsten Motoren, das war die Einsteigermotorisierung in den Limousinen in den 60ern. Der hatte nur 115, 120 PS und viele von den Autos haben nicht überlebt.
Weil wenn der kleine Motor mal kaputt gegangen ist, dann hat man sich einfach den nächstgrößeren Motor oder den ganzen Antriebsstrang reingesetzt, sodass die kleinen Motoren relativ selten sind. Deswegen konnte Marle in diesem Fall, obwohl sie für die ganzen anderen Motoren 3,4 Liter, 4,2 Liter Kolben einfach so als Satz auf dem Karton im Angebot haben, konnten sie für 2,4 Liter nichts liefern und deswegen haben wir uns entschieden, von Marle die 2,4 Liter Kolben als Sonderanfertigung, als Satz anfertigen zu lassen. Es wird jetzt aber eine Serie Kolben für den 2,4 Liter auch für den normalen Handel aufkommen. Der Unterschied zwischen einem Serienkolben auf Marle und einem handgefertigten Kolben, Marle liegt im Detail. Wenn man in den Serienkolben reinguckt, dann sieht man, dass es alles praktisch die pure Gussform. Und wenn man in den handgefertigten Kolben reinguckt, dann sieht man Bearbeitungsspuren im Detail. Die Kolben sind gewichtet, die sind alle auf 1 Gramm im gleichen Gewicht. Auch kleine Löcher sehe ich da. Genau, die kleinen Löcher haben auch extra so kleine Trichter angefräst. Das ist, wenn der Kolben in der Bohrung runtergleitet, soll er ja das Öl abstreifen. Und das abgestriffene Öl wird dann halt hier in diese kleinen Bohrungen reingedrückt und kommt dann hier aus diesen Trichtern wieder runter. Gleichzeitig kann aber auch Ölnebel wieder rein, um die Schmierung des Kolbens beim Laufen auch zu gewährleisten. Und diese Art der Bearbeitung mit diesen kleinen Trichtern kenne ich sonst nur von Lamborghini. Also sehr präzise Arbeit. Das ist ein sehr präzise gefertigter Kolben. Hier sind auch extra kleine Nuten noch eingestochen zwischen den Ringen. Das ist auch dafür da, dass das Öl sich da sammeln kann und eine zusätzliche Abdichtung passiert. Und der eigentliche Unterschied zwischen dem Serienkolben ist, wir haben hier sehr leichte filigrane Ringe. Ein leichter Ring hat den Vorteil, dass er durch die geringere Masse beim Rauf- und beim Hoch- und Runtergehen des Kolbens weniger beschleunigt wird. Und dadurch der Ring in der Nut so in der Richtung kaum verschleißt. Und der Originalkolben hatte 4 Ringe und einen sehr, sehr dicken Ölabstreifring. Das konnte man damals nicht besser. Heute fährt man halt diese 3 Ringe und der Kolben ist von der Konstruktion sehr viel moderner, als der alte Kolben war. 5 von 6 von unseren Hochleistungskolben sind ja schon an die Pleuel montiert sozusagen. Einer fehlt noch. Du zeigst mir jetzt genau, wie das funktioniert, oder? Genau. Ich habe den nicht montiert, weil ich einerseits den Kolben noch zeigen wollte und andererseits wurde das Pleuel ja auch bearbeitet. Natürlich sind neue Lager drin, natürlich wurden die vorher gemessen, das ist der gleiche Prozess wie bei der Kurbelwelle. Hier haben wir ja aber auch noch ein anderes Ende und da muss der Kolbenbolzen durch. Hier oben ist normalerweise so eine Stahlbronzebüchse drin. Die war verschlissen und deswegen wurde die dann auch neu gemacht, damit der Bolzen hier spielfrei reingeht und auch kein Spiel hat. Und nach dem Bearbeiten und nach dem Messen muss das Ganze dann, weil hier wird ja auch gepresst, wird das Ganze dann noch gewinkelt. Das heißt, man guckt, ob diese Stelle und diese Stelle exakt parallel zueinander sind und ob das Ganze verdreht ist oder nicht. Und dann wird das gerichtet, meistens indem man das so auf den Tisch legt. Das ist tatsächlich eine Reparaturmethode. Denn das ist relativ weiches Material, also man könnte das tatsächlich auf die Art und Weise verbiegen. Jetzt ist alles fertig, das heißt, ich kann den Kolben montieren. Das wird dann auf Maß gehornt und das hat alles auch sauber und so gemacht. Deswegen bin ich mir sicher, dass das jetzt auch funktioniert. Wir wollen die Kolben ja jetzt einsetzen. Allerdings dürfte das ja gar nicht funktionieren, weil die Ringe hier abstehen. Gibt es da einen Trick oder? Genau. Um den Kolben einsetzen zu können, muss ich die Ringe vorspannen. Dafür gibt es hier ein Spannwerkzeug. Natürlich muss der Kolben erstmal eingeölt werden. Großzügig. Und viel wichtiger noch die Ringzone. So. Dann wird das Öl verteilt unter den Ringen. Und dann muss ich die Ringe, so dass die nicht alle mit dem Stoß auf der gleichen Stelle sind, muss ich die Ringe gegeneinander verdrehen, sodass dann am Ende so ein Mercedes-Sternmuster rauskommt. Dann kann ich den Kolben einsetzen in mein Spannwerkzeug. Dann kann das einspannen. So. So, dann wird das hier eingesetzt. Jetzt verschoben.
Wieder nur 500 zu Spiel. Darf man nicht verkanten. Jetzt muss ich noch. Einfach. Das war sehr einfach. So, unsere 6 Kolben sind fertig eingesetzt und die laufen jetzt auch. Ja, dreh doch mal. Wow, wie geschmiert. Sieht super aus. Jetzt fehlen aber noch ein paar Schritte. Ja, es fehlt hier hinten noch die Abdichtung von der Kurbelwelle, dann fehlt das der Steuergeraffel. Der Verteilerantrieb fehlt, die Ölpumpe werde ich noch dran bauen mit den Rohren, dann kommt der Deckel vorne drauf, dann kommt die Ölwanne unten drunter und dann kommt der Kopf auf den Motor. Dann ist fertig. Und dann muss er noch auf den Prüfstand? Der kann auf den Prüfstand, wir können aber auch Öldruck so testen und dann kann er eigentlich auch gleich eingebaut werden. Wow, dann freue ich mich da drauf. Patrick, unser Motor ist komplett zusammengebaut. Wir sind fertig. Vielen Dank für die ganzen Einsichten, für das technische Verständnis. Ich habe viel dazugelernt. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ja, gern geschehen. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin gespannt, was Nico dazu sagen wird, wenn seine Katze endlich wieder schnurren darf. Und das sehen wir beim nächsten Mal.